Wie könnte ein Zielbildungsprozess ablaufen? Fragezeichen. Nun, schrittweise. Ja, das ist zunächst mal die erste Antwort. Schrittweise. Sie wissen, wir gehen von der Struktur der Lösung zur Lösung. Also schreiben wir die Struktur der Lösung hin. Erstens, zweitens, drittens, naja, vielleicht viertens, vielleicht fünftens, wissen wir noch nicht so genau, aber 4 Schritte ist schon mal ganz gut. Das erste ist die Zielfindung, wobei wir erstmal sozusagen, ja, brainstorming-artig, aber auch zielgruppenbezogen vorgehen. Zielfindung, zielgruppenbezogen, wenn wir zum Beispiel eine Aktiengesellschaft sind, dann müssen wir Rücksicht nehmen auf die Stakeholder. Ja, also alle, die irgendwie mit dem Unternehmen verbunden sind. Nicht nur die Shareholder, sondern die Stakeholder. Dann, hier kommen jetzt erstmal brainstorming-artig mehrere Ziele aufs Papier. Dann die Zielstrukturierung. Das heißt, wir werden jetzt so eine Art Zielhierarchie bilden. Ja, die Zielstrukturierung führt zu einer Zielhierarchie und eine Hierarchie ist die Einordnung in oben und unten. Dann die Zielpräzisierung. Wir werden das Ziel operationalisieren. Zielpräzisierung heißt operationalisieren. Ich könnte auch sagen, in Handlungen übersetzen, in Aktionen übersetzen. Das ist Zielpräzisierung. Und dann beginnen diese Aktionen, sie laufen und dann werden wir nachher oder währenddessen besser noch eine Zielüberprüfung machen. Zielüberprüfung bedeutet zweierlei. Einmal ist das Ziel noch richtig. Sind wir noch auf dem richtigen Weg zum richtigen Ziel? Das kann sich nämlich ändern. Und wenn das bejaht wird, wirken die Maßnahmen. Hier nutzen wir in der Regel die rollende Planung, die ich auch, glaube, gestern war es in einem Video erklärt habe. So könnte, das heißt ja könnte, ne? Das heißt nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, zu Zielen zu kommen, einen Zielbildungsprozess zu durchlaufen, aber das ist auf jeden Fall eine zulässige Lösung, die volle Punktzahl bringt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.